Mein ranziger Zug kommt hier vorbeigeschleicht. Das ist der Zug, der schneller fahren kann, als mein Kopf denken kann. Ich werde jetzt hier in diesen Zug meinen Kopf hinein einführen, inklusive meinen ganzen Restkörper und diesen Wagen. Das werde ich jetzt machen. Ich bin in München angekommen. Yeah! Ich muss erstmal Urin entsorgen. So, ich habe hier den Helmut getroffen. Genau. Und wir laufen jetzt zu da, wo sein Kopf hin zeigt. Genau, da wo es Bier gibt. Und darauf werde ich erstmal ein Bier trinken. Und guck mal, das hier, das ist neu. Dieser Tattoo hier von meinem Wagen, den habe ich selber gemacht. Der hat mir 15 Euro gekostet. Das habe ich extra wegen Marketinggründen gemacht. Dass andere Leute das sich angucken können und da meinen versifften Namen dann eingeben auf YouTube und das finden und das angucken und sowas. Deswegen habe ich dieses Tattoo hier drauf gemacht. Aber jetzt werde ich erstmal ein Bier trinken. Geprost! Und jetzt laufen wir zu dieser Richtung, wo Helmuts Kopf zeigt. Oh, guck mal! Wir sind gerade dabei, dorthin zu gelaufen, wo seine Nase zeigt. Wir sind immer noch im München Hauptbahnhof, oder wie das heißt. Geprost! Ich grüße Malte Hoffmann. Wir sind gerade ausgestiegen. So, wir sind hier an dieser Haltestelle angekommen. Und genau, da, so sieht diese Haltestelle aus. Hier vorne ist unser Bus. Hier werden wir jetzt einsteigen. Guck mal hier. Hier vorne ist ein urinfarbiger Wagen. Der trägt Post aus und sowas und Pakete. Und ich sitze hier rum. Weil das Wetter ist voll geil gerade. Und nur genau aus diesem Grund sitze ich hier rum, weil das Wetter voll geil ist. Das kann ich nur jedem empfehlen, genauso rumzusitzen hier. Weil das Wetter voll geil ist. Also guck mal, Helmut hat hier was Fettes gegönnt. Eine Isomatte mit diesen voll Fettschnuppen. Die sind viel fett, mit großem Abstand viel fettiger als diese hier. Aber das Ding hat keine Aluminiumschicht. Und deswegen prüfen, wie gut Helmut darauf pennen wird. Helmut pennt damit und mit Luftmatte. Und ich werde später mit damit pennen. Ohne Luftmatte. Auf diesen, genau das hier. Das, was mir Rob geschickt hat. Nochmals vielen Dank dafür. Das ist eine richtig geile Isomatte. Darauf penne ich gerne. Darauf ist der Bus noch nicht gekommen, ist aber ich voll Bock drauf auf Liegestütze. Ich hab gedacht, jetzt kommt ein Wartebier. Wollt ihr mit in den Vlog? Ja. So, wir sind plötzlich hier gelandet und ein Kollege holt uns in der nächsten halben Stunde ab. Und genau, darauf trinken wir jetzt ein Wartebier. Geprost! Wir haben Hannes getroffen. Und genau, wir laufen jetzt. Wir gehen jetzt mit ihnen spazieren. Ja,
Das geht ja gut los. Es beginnt. Und zwar jetzt, gleich, sofort. Helmut. Ich bin eine ranzige Bazille. Hannes. Ich bin eine ranzige Bazille. Du bist eine ranzige Bazille? Ich auch. Ich bin ein richtiger Einzeller. Das hört sich gut an. Ich muss mich so weiterentwickeln zu einer Mikrobe. Mikroben sind lustig. Guck mal hier. Hier vorne liegt Scheiße. Scheiße gefunden. Weil da liegt Scheiße dran. Scheiße gefunden. Da ganz hinten, da ist irgendwie ein Schriftzug oder wie es heißt. Keine Ahnung, was da drauf steht, aber das steht da drauf. Guck mal, das hier, das sind meine neuen Laufschuhe. Und weil diese Laufschuhe noch nicht eingelaufen sind, habe ich die ausgezogen. Damit ich genau so hier rumstehen kann. Unter diesem voll cool Wetter. Ich liebe es, wenn er D3 scheppert. Ich liebe es. Das ist richtig geil. Auf jeden Fall. Da muss noch viel mehr davon kommen. Ich liebe die drei Schepperungen. Und deswegen fahre ich demnächst nach Portugal. Damit ich die Herbstzeit überspringen kann. Guck mal hier. Letztens, als ich da in Mannheim unter dieser Schutzhütte gepennt habe und fast geklaut wurde, da ist mir diese Nosferatu-Spinne auf den Kopf gefallen. Und guck mal hier. Der Hannes hat hier ein Tattoo von einer Spinne. Das finde ich richtig lustig. Spinnen sind richtig geil. Die sind richtig geile Tiere. Die können einen in den Mund reinkrabbeln und sowas, ja. Im Schlaf. Deswegen sind das richtig geile Tiere. Und ins Ohr und in der Nase und sowas. Deswegen sind das richtig geile Tiere. Deswegen finde ich das richtig geil, dass der Hannes hier ein Spinntattoo hat. Von diesen richtig geilen Tieren, die in die Körperöffnung reinklettern können. So, wir sind hier an dieser Bushaltestelle und der Bus ist angekommen. Wir werden hier jetzt einsteigen. Wir sind gerade Bus gefahren und heute ist voll cool Wetter, weil ich habe schon wieder mein regelfarbener Fummel ausgezogen. Weil ich finde das richtig geil, wenn der D3 vernünftig scheppert. Wir sind unterwegs und unser Bus, der kommt gleich. Unser Bus, der kommt hier an. Wir müssen in diesen Bus jetzt einsteigen. Guck mal, weil der Rolldings kaputt ist, müssen wir jetzt mit den schweren Wagen hier diesen gesamten Treppenhaus hier runterlaufen. Euer Passant hat mir einen Tipp gegeben, dass von der anderen Straßenseite von dieser Kreuzung da vorne ein Fahrstuhl ist. Damit ich nicht diesen versüfften Wagen hier die gesamte Treppenhaus runterschleppen muss. Deswegen laufe ich jetzt da rein. Jetzt geht's hier runter. Hier mit dem Stufen-Dings, die runter machen. Ich muss jetzt den Wagen hier drüber machen, genau. So, wir sind hier in diesen Hauptbahnhof München angekommen. Und wir laufen jetzt in den nächsten Zug rein. Damit wir gleich Zug fahren können. Mit dieser versifften Bahn hier vorne. Das ist die beste Musik der ganzen Welt. Elcore habe ich das genannt. Diese Musikrichtung. Das habe ich selber gemacht. Das ist richtig geil. Guck mal hier. Hier vorne schwimmt weißes Hähnchenfleisch rum. So, der Schlafplatz ist aufgebaut. Wir wurden gerade vom Regen überrascht. Also wir haben schon gepennt, aber wir wurden vom Regen überrascht. Genau, das ist hier alles nass und sowas.
Deswegen haben wir ganz schnell das hier aufgebaut. Oder wir haben ganz lange dafür gebraucht, um das aufzubauen, aber das ist jetzt fertig. Der Tab. Und genau, wir pennen hier an diesem See hier rum. Frühstück wird gebraten. So, Frühstück ist fertig. So, die Sachen sind gepackt. Das hier, das ist unsere Pen-Location. Und weil das die ganze Zeit immer stärker nieselt, laufen wir zum nächsten Gebäude, um uns dort drunter zu stellen. Wir sind gerade ein Stückchen weitergelaufen und guck mal, wir haben hier eine Überdachung gefunden. Und wir haben hier den Schlafplatz aufgebaut, damit wir hier so ein paar Stunden Schlaf nachholen können. So, wir haben ein paar Stunden Schlaf nachgeholt. So, die Sachen und der Schlafplatz ist eingepackt. Und jetzt laufen wir zur nächsten Haltestelle oder so. Um gleich öffentliche Verkehrsmittel zu fahren. So, was war ich denn da? Guck mal da hinten. Da hinten ist Bahnhof. Da fahren öffentliche Verkehrsmittel durch. Da werden wir jetzt hinlaufen. Jetzt müssen wir den schweren Wagen, beziehungsweise den schweren Weg, diese ganze Treppe hier hoch schleppen. Ich werde ein idiotischer öffentlicher Verkehrsmittel mitfahren. Guck mal, hier vorne ist Altenberglandschaft. Hier vorne ist noch mehr Altenberglandschaft. Und hier vorne ist auch noch mehr Altenberglandschaft. Mit diesen ganzen Wolken oder wie das heißt. Dieses Nebel und sowas. Wir werden da durchlaufen später. Prüfen, ob Erfrierung kommt oder sowas. So, wir sind jetzt in Garmisch-Partenkirchen angekommen. Und jetzt laufen wir zum nächsten Geschäft. Und dort was zum Fressen und sowas zu holen. Weil morgen ist der Sonntag. Deswegen müssen wir heute einkaufen. Und guck mal. Wir haben schon ein Geschäft gefunden. Also Nudeln und Fleisch und sowas müssen wir kaufen. Und, genau, hier. Hier vorne ist ein verschmierter Lidl. Guck mal, wir sind gerade in diesem Lidl drin und ich habe mir ein Latte Macchiato gekauft. Zum Latte Macchiato saufen. Weil das ist richtig geil. Eigentlich eine Frechheit, weil der ist... Guck mal, das ist richtig widerlich. Und zwar die Sackkarre von Helmut, die eiert langsam. Ja, muss man nachziehen. Das ist richtig widerlich. Das ist scheiße. Ich habe kein Werkzeug dabei. Das ist nicht gut. Hoffentlich bricht das auseinander. Ja, mal gucken. Das wäre Frieden. Ja, das wäre lustig. Ja. Guck mal hier. Hier vorne ist ein Gegenstand. An diesem Gegenstand laufen wir gerade vorbei. Und wir sind gerade auf der Suche nach einem geeigneten Pennplatz. Den haben wir noch nicht gefunden. Guck mal hier. Unser Abendbrot wird gebraten. Das muss durch werden. Ja, das nennt sich so. Kot. Ein Stück Kotfleisch. Kotfleisch, genau. Das wird jetzt gebraten und das werden wir gleich fressen. Wir fressen sehr gerne Kotfleisch. Das ist der beste Fleisch der Welt. So, Fressen ist fertig. Jetzt wird Abendbrot konsumiert.
Der Helmut pustet seine Dings auf, seinen Schlafplatz. Das bläht sich auf und sowas. Und mein Schlafplatz ist hier schon aufgebaut. Ich bin hier auf diesen, hier, wie heißt das Ding nochmal? Genau, da drauf, wo ich sonst immer wieder penne. In diesem Video habe ich den beklopptesten Vlog von ganz Dortmund aufgenommen. Da bin ich schreiend um ein Artefakt rumgelaufen. Und ich bin da von der Brücke runtergesprungen. Deswegen müsst ihr euch dieses Video unbedingt geben.